Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ihn hier, einen wundervollen, großartigen, hoffentlich, Skincare-Adventskalender. Und zwar ist das der von Dalton. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diese Schätzelein gibt es nun zu kaufen für 124,90 €. Ihr könnt meinen Code PRESALECLAUDI verwenden und ungefähr 25 € Rabatt bekommen, dann sind es nur noch 99,92 €. Hier soll ein krasser Warenwert drin sein, das werden wir nachrechnen. Und das ist das Schätzelein von diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt, von außen sieht der so schön aus. Also muss man wirklich sagen, ich liebe dieses Design. Ich mag auch dieses Blau mit diesem Petrol quasi zusammen. Das sieht schon hübsch aus. Ich mag diesen Nussknacker da drauf. Wir müssen mal gucken, ob der von innen auch so schön ist. Denn das ist ja das, was man in der Weihnachtszeit so sieht. Und ja, Link dazu ist in der Infobox. Aber ich würde sagen, nicht lang schnacken, reinschauen. Das Schleifchen ist geöffnet und Leute, von innen ist der ja mal total öde. Ich weiß nicht. Nein, das finde ich nicht schön. Aber gut, die inneren Werte zählen, okay? Okay, wir haben bei dem Adventskalender ein Papp-Inlay, was sehr, sehr schön ist. Wir haben leider ein Kläppchen-Adventskalender, also nicht wiederverwendbar in dem Sinne. Und zeitgleich mit meinem Video gehen auch ganz, ganz viele andere Videos online. Denn wir haben uns abgesprochen, dass wir alle jetzt das Video online stellen. Ist voll super, ne? Dann habt ihr auf jeden Fall gut was zu gucken, wenn ihr möchtet. Am 1. Dezember haben wir meine allerliebsten Augenpatches drin. Das sind die Hydrogel-Lifting-Augenpatches. Da ist Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol drin. Die sind so großartig. Ich sage es ja immer wieder in meinen Aufgebraucht-Videos auch. Du kannst mit den Dingern über Kopf an der Decke staubsaugen. Das ist wirklich so. Die halten richtig, richtig gut. Ich habe auch irgendwann schon mal ein Reel dazu gefilmt, wo ich Headbang war oder gehadbangt habe im Schlafzimmer auch manchmal, aber im Badezimmer. Und nicht nur, dass sie gut halten, sondern sie pflegen auch richtig toll. Ne? Du hast da zwar nicht super viel Feuchtigkeit drin, aber du hast halt dieses kleine Bügeleisen, was während sie drauf sind, einfach so ganz leicht das Ganze hübsch macht. Ich mag die halt einfach und ich finde es super, dass sie die hier mit reingetan haben. Was ich mir übrigens von diesem Adventskalender erhoffe, ist, und das möchte ich an dieser Stelle vorab schon mal sagen, ohne zu wissen, was drin ist, ne? Ich möchte eigentlich eine komplette Pflegeroutine hier drin haben. Ich möchte, dass jeder Hauttyp das verwenden kann. Ich möchte auch gerne so ein paar Neuheiten, die Dalton dieses Jahr oder letztes Jahr rausgebracht hat, hier drin finden dürfen. Und natürlich möchte ich ein bombastisches Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das ist uns allen bewusst. Okay, der 2. Dezember enthält ein sehr gutes Produkt, und zwar Comfort Clean Sensitive Skin sanftes Reinigungsfluid. Du bist ja ein Knuffelchen, aber 30 ml ist vollkommen in Ordnung. Muss ich wirklich sagen, in dem Preissegment komme ich damit vollkommen zurecht. Und ich wusste nicht, dass die sowas in diesen Größen halt haben. Das haben die vielleicht auch für den Adventskalender so gemacht. Ich weiß es nicht. Ich finde es toll. Und vor allem, das kann jeder Hauttyp verwenden. Gesichtsreinigung mache ich immer, morgens und abends, bevor ich mit meiner Skincare-Routine halt anfange. Weil das ist halt sinnvoll, ne? Du malst ja auch nicht irgendwie auf einer Leinwand rum, die vorher, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Dreck drauf hatte oder so, ne? Das muss man halt immer so bedenken. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und du hast in den Kläppchen auch immer so ein bisschen was zu den Produkten stehen und einen QR-Code, dass du halt dann direkt auch mehr dazu erfahren kannst, was ich sehr wichtig finde. Hier haben wir die Stressless Ampulle drin, Algar Skin Food, und da haben wir auch direkt eine Abbruchhilfe am Start, die werden wir dann auch immer gut verwenden können, damit man sich halt nicht verletzt, wenn man die Ampullen öffnet, weil das ist ja natürlich Glas, ne? Und ja, die finde ich auch schön, die verwende ich tatsächlich eher abends. Hier haben wir die Nummer 4. Positiv an diesem viel zu schlichten Adventskalender, du findest die Zahlen super schnell, ne? Hier haben wir 2 Sachets von dem Exfoliant Care Soft Skin Effect Peeling drin. Und das ist das Enzym-Peeling, was ich aktuell auch in Anwendung habe. Ich habe das aber mittlerweile in der großen Verpackung, und da kommst du Ewigkeiten mit hin, da sind 20 Gramm drin. Kann ich volle Elle empfehlen, kann man super verwenden im Sommer, in Schwangerschaft und Stillzeit, ne? Und ja, Richtung Winter geht es dann bei mir auch ein bisschen mehr ab mit chemischen Peelings, da freue ich mich auch schon drauf. Genau, aber ein sehr, sehr tolles Produkt. Und du hast pro Sachet, würde ich mal so sagen, 2-3 Anwendungen drin. Du brauchst da nicht viel von. Ich habe dazu schon mal ein komplettes Video gedreht, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen bei Claudis bunte Welt, wie man das so anwendet. Und das ist die sanfteste Form, die man so als Peeling machen kann, und sie tut mir einfach gut. Ach, wie schön. Am 5. Dezember haben wir eine Maske drin enthalten, aber einfach mal eine andere als sonst. Wir haben hier auch generell so ein bisschen andere Sachen drin, als man das sonst so von den Adventskalendern gewohnt war, was ich schön finde. Das ist die Q10 Energy Boost Creme Maske und da haben wir 15 ml drin. Die ist gut, ne? Die hat auch so Kügelchen drin, die aufplatzen und dann wirklich das Coenzym Q10 enthalten, was dann quasi mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert, um da den Zellstoffwechsel anzuregen und so ein bisschen Slow-Aging-Wirkung mit sich zu bringen.
Ich habe so ein bisschen gerade, ne, so, oje, oje, wir haben den 6. Dezember. Was ist da bloß drin? Es ist Nikolaus. Und wenn der Kooperationspartner meines Herzens hier nicht was Krasses reinpackt, dann bin ich sehr, sehr traurig. Wir haben hier eine Full Size von der Augencreme drin. Das ist super, Leute. Es ist die All Eyes on You Dark Circle Eye Cream. Die ist aufhellend mit 15 Millilitern und die wirkt meines Wissens nach mit Niacinamiden und ja, wird dann in dem Sinne deine Augenpartie aufhellen und Augenschatten aufhellen. Ja, genau so dafür halt, ne? Und das finde ich sehr, sehr nice. Das ist eine sehr bekömmliche Augencreme. Die ist nicht super reichhaltig, ne? Also das ist jetzt für meine sehr, sehr trockene Augenpartie manchmal nicht ganz das, was ich dann auch abends bräuchte, aber für morgens ist die echt schön. Am 7. Dezember befindet sich ein Bügeleisen im Adventskalender und zwar haben wir hier die Extreme Lift Ampulle. Ich nenne sie immer so freundlich die Stinkerampulle, aber mit großem Effekt. Also ich bin ehrlich, ich mag halt wirklich den Duft davon so gar nicht, aber ich mag den Effekt, den die Extreme Lift-Reihe generell auf meinem Gesicht macht. Die ist super bügelnd und ich würde die auch eher abends verwenden, weil die nicht ganz so gut mit Make-up funktioniert. Ich empfehle euch sowieso, weil hier auch sehr, sehr viele Ampullen drin sein werden. Wenn ihr euch den Adventskalender holt, gegebenenfalls einfach den Ampullensprüher, der kostet wirklich einen Fünfer oder so, noch mit in den Warenkorb zu legen, ne, und euch den mitzubestellen, weil dann habt ihr von diesen Ampullen viel, viel länger was, ne? Der Ampullensprüher verschließt quasi die Ampulle und dann könnt ihr damit das halt dosiert herausbekommen. Also meine absolute Empfehlung und ja, genau, habe ich auch da, verwende ich immer wieder. Auch mit anderen Ampullen ist es kompatibel. Nicht mit allen, aber mit sehr, sehr vielen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und hier haben die echten Kracher reingepackt. Also das hatten die, glaube ich, auch noch nie im Adventskalender. Die Bubble Mask Oxy Infusion, die ist so witzig. Leute, freut euch drauf. Die passt auch so sehr in diesen Adventskalender. Kalender, weil wenn ihr die verwendet, seht ihr also erstmal das Optische, ne? Ihr seht aus wie ein Schneemann mit dieser Maske und ich liebe es und ich finde, das passt auch richtig toll in die Weihnachtszeit. Ne? Und außerdem ist hier auch noch das Ding mit dabei, dass die so krass reinigend ist, aber euer Gesicht jetzt nicht so komisch reizt oder stumpf hinterlässt, sondern auch sehr, sehr weich macht. Ich hatte mal eine Freundin, oder ich habe eine Freundin, habe ich immer noch, die hat die auch verwendet und die sagte, die ist witzig und die ist einfach großartig. So eine tolle Haut wie nach dieser Maske hatte ich niemals sonst, ne? Und das ist auch so und die macht einfach Spaß. Ich finde es super, dass sie die mit reingepackt haben. Dafür dann wahrscheinlich nicht meine geliebte Hydro-Lift-Maske, aber egal, das nehme ich gerne in Kauf, wenn man die halt mit reingepackt hat. Das finde ich echt schön. Also die haben wirklich auch so ein bisschen auf unser Feedback gehört, muss man wirklich sagen. Denn in der Nummer 9 dürfen wir uns über Bodycare freuen. Leute, wie lange sage ich schon, ja, Dalton hat einen schönen Adventskalender, aber die haben ja auch noch ein paar Bodyprodukte. Macht die doch mal mit rein. Das haben die gemacht. Das ist die Cell Energy Q10 Body Lotion mit 50 Millilitern. Auch das richtig toll, dass ihr die einfach mal euch auch anschauen könnt und da in den Genuss kommt. Wundert euch hierbei auch nicht. Bei der ganzen Q10-Reihe ist es der Fall, außer bei der Ampulle halt, ne, dass du diese Kügelchen mit drin hast und wenn du das dann halt mit den Händen verreibst, dann platzen die halt, lösen sich auf und dann können die Wirkstoffe halt besser rauskommen. Und richtig, richtig toll. Ich finde es einfach so, so cool, dass die hier auch einfach Produkte reinpacken, die vorher so noch nicht drin waren und irgendwie, ne, klar können die jetzt nicht irgendwie immer überall eine Full-Size reinpacken und ich finde auch hier 50 Milliliter vollkommen in Ordnung. Es ist schön, um da einfach mal auch ein bisschen das ganze Sortiment ausprobieren zu dürfen, oder? In der Nummer 10 darf es wieder mit einer Ampulle weitergehen und das ist die Sleeping Beauty. Das ist eine Zwei-Phasen-Ampulle. Also hier oben hast du eine Ölphase und unten drin hast du dann die Wasserphase. Da schüttelt man dann und gibt sich das aufs Gesicht und wie der Name schon sagt, verwendet man die am besten abends. Ja, und sowas macht dann wirklich die Schönheit über Nacht. Einfach dadurch, dass es sich halt wie so ein Schutzschild auf dein Gesicht legt, setzt, wie auch immer man das definieren möchte, um dann halt die Wirkstoffe besser mit der Haut verbinden zu lassen, sich verbinden zu lassen und um auch zu verhindern, dass die eigene Feuchtigkeit aus der Haut verdunstet. Richtig gut. Am 11. Dezember, die erste Schnapszahl, haben wir eins von den High Concentrates drin. Die Vitamin C-Reihe ist das hier. Stimulierendes Plankton und Ferulasäure haben wir hier drin. Age Prevention. Und da haben wir 10 Milliliter drin. Das ist halt die Travel Size, ne? Aber ich finde schon, dass das auch gut in den Adventskalender reinpasst. Dann kann man halt auch den Preis so gering halten. Das ist wirklich so. Und ich habe das Vitamin C letztens noch aufgebraucht und ich finde es sehr, sehr gut. Wundert euch nicht über den Geruch. Das muss so sein. Es ist halt ein cleanes Produkt, wo du nicht irgendwelche Duftstoffe oder so mit dabei hast. Und ich finde es richtig, richtig cool, dass das Vitamin C High Concentrate hier drin ist, weil das sehr, sehr gut ist. Lasst euch anfixen, Leute. Es ist wirklich gut. Halbzeit, die Nummer 12, enthält den Hyaluronic Urea Hydro Booster. Das ist einmal diese Ampulle. Die ist
prädestiniert für den Ampullensprüher, ich sag's euch. Ja, finde ich total gut und total hilft bei mir, wenn ich wirklich so richtig trockenflaummäßig unterwegs bin. Vor allem so kalte Wintertage, da haben wir dann ja auch irgendwie Heizung, Kamin, dies, das, Ananas an, du hast eine super niedrige Luftfeuchtigkeit, dann schreit meine Haut nach Feuchtigkeit. Und da kann ich halt mit so einem Produkt richtig nachhelfen, weil da hast du einfach nochmal die Konzentration ein bisschen höher als in jetzt einem Serum oder so mit dabei, ne? Das finde ich super, super gut. Und sowas dann auch ganz gerne, Gesicht, Hals, Dekolleté, ne, pflegt euch komplett. Das war schon die 12. Oh je, ich habe schon die erste Hälfte vom Adventskalender ausgepackt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem, dass wir hier auch ein paar andere Produkte mal drin finden, ne? Und dass hier auch geile Produkte drin sind. Also ich hätte es bislang nicht besser packen können, bin ich ehrlich. Ich bin gespannt auf die zweite Halbzeit. Ah, okay, wir hatten gerade durch das High Concentrate ja quasi ein Serum drin, ne? Jetzt haben wir in der Nummer 13 wieder ein Serum drin. Das ist jetzt ein bisschen nah aufeinander, bin ich ehrlich. Das ist das Extreme Lift Marine Filler Antifalten Serum. Auch da, Leute, passt auf. Ja, 10 ml habe ich hier drin enthalten. Passt auf, dass ihr das nicht allzu sehr lieben lernt, denn das ist mit irgendwie einem natürlichen Botox-Ersatzstoff oder so. Das ist schon krass, also diese Extreme Lift Reihe generell, ne? Wenn ich die anwende, mache ich das halt eher abends tatsächlich und das gibt wirklich einen geilen Effekt. Ich persönlich kann das nicht so gut verwenden morgens, weil ich darauf halt nicht so gut Make-up tragen kann. Das funktioniert bei mir nicht so gut, aber ja, cool, dass es hier mit drin ist. Am 14. Dezember habe ich die No Filter Needed Ampulle drin und die ist perfekt als Make-up-Grundlage geeignet, weil die dem Hautbild nochmal so einen Weichzeichner-Effekt mitgibt. Das ist ganz, ganz aufregend, was die so mit dem Gesicht macht. Ich glaube auch so eine leicht mattierende Wirkung. Ich bringe immer die mit der anderen, die wahrscheinlich auch noch hier mit da drin ist, ein bisschen durcheinander, aber die ist sehr, sehr nice, also die mag ich gerne. Oh, wie geil ist das denn? In der Nummer 15 haben wir ein Produkt, was ich aktuell in Anwendung habe, weil Mr. Fred hat sich eingenistet und sich gedacht, Claudi, wir will einen Skincare-Adventskalender abdrehen. Alles klar, ich bin da. Das ist das SOS Spot Concentrate, das SOS Antipickel-Konzentrat. Und das ist eine Originalgröße mit 15 ml. Und außerdem ist das die neue Verpackung. Das heißt, wir haben hier unten Glas und hier haben wir eine Pipette drin, womit du das Produkt entnehmen kannst. Und dieses Produkt wird dir, wenn du es nur punktuell, so wie ich, anwendest, ein Jahr locker reichen. Ich glaube, das soll man aber auch nur 6 Monate offen haben. Keine Ahnung. Ja, 6 Monate. Ne? Passt auf. Aber es ist so toll und ergiebig. Das ist super flüssig. Und wenn das rauskommt, ist es halt nach wie vor flüssig. Ich muss teilweise nicht mal auf die Pipette drücken, sondern habe dann wirklich nur das kleine bisschen, was unten dran ist, was ich mir auf den Finger gebe und dann halt hier auf die Unreinheit tupfe, wenn ich halt meine Periode habe oder wenn ich meinen Eisprung habe oder so. Ne? Und so ein tolles Produkt. Das arbeitet mit irgendwelchen relativ natürlichen Wirkstoffen. Und das habe ich auch viel in meiner Schwangerschaft und Stillzeit verwenden können, weil da halt keine chemischen Peelings oder so mit dabei waren. Und das finde ich gut, dass sie das hier reingepackt haben, weil das kann jeder verwenden. Sehr, sehr, sehr schön, dass sie hier so viele Masken auch reinpacken. Also ich lieb's, bin ich ehrlich. Ne? Am 16. Dezember haben wir die Oyster Skin Balance mattierende Maske mit am Start. 15 ml, das ist so meine Go-To-Maske, wenn ich halt meine Periode habe. Ne? Das beruhigt meine Haut, ohne dass es halt auch so trocknend ist. Also es trocknet meine Haut nicht aus, so will ich das sagen. Also wenn ich mir das halt runterwasche, habe ich eine super angenehme, gereinigte Haut danach und kann dann mit Toner und Gesichtspflege weitermachen. Aber es ist nicht zu hardcore. Also ich mag diese Maske sehr gerne, habe die seit Ewigkeiten in Anwendung immer wieder. Und da hast du halt auch eine Weile was von mit den 15 ml. Ne? Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle und empfehlenswerte Maske. Schön. Udalton, sie lassen mich dieses Jahr nicht allzu lange warten, denn ich habe jetzt schon eine Woche vor Heiligabend meine absolute Lieblingsampulle am Start, und zwar die Caviar Deluxe. Die ist so gut. Also die wird auch in Fachkreisen die Hochzeitsampulle genannt, einfach weil die eine perfekte, mit Feuchtigkeit versorgte, ebenmäßige, wunderschön strahlende Haut hinterlässt. Also die ist wirklich krass, ne? Kann ich absolut empfehlen. Auch die ist bei mir super unter Make-up und ich finde die einfach richtig, richtig toll. Die arbeitet auch irgendwie mit dem Zellomer-Meeresextrakt. Das heißt, hier hast du halt, wie in fast allen, ne, Produkten halt diese Meeresinhaltsstoffe. Und da die halt relativ hautverwandt sind, da wir ja quasi ursprünglich wesenstechnisch aus dem Meer kommen, kennt unsere Haut das halt ein bisschen besser, sodass die Wirkstoffe besser eintreten können in die ganzen Hautschichten. Und ich mag die so gerne. Die ist für manche vielleicht ein bisschen zu krass, ein bisschen zu reichhaltig. Dann teilt euch die einfach auf 2 Anwendungen auf. Ich finde die
total großartig. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Leute, ich bin so, so happy, dass wir hier so geile Sachen drin haben, denn hier haben wir auch ein neues Produkt drin. Und zwar die Slow Aging Retinol Cream. Regenerierend ist die aus der Ocean Elements Reihe. 15 ml sind hier drin und die ist wirklich toll. Also das ist sogar eine Retinol Creme, die super anfängertauglich ist, weil du hier keine krass hohe Konzentration von Retinol mit drin hast und dass deine Haut dann wahrscheinlich auch ein bisschen eher akzeptieren wird, als wenn du halt direkt mit dem High Concentrate Retinol dran gehen würdest. Und das Ding bei dieser hier ist es halt auch noch, du kannst sie theoretisch sogar tagsüber verwenden, wenn du halt auch einen Lichtschutzfaktor danach verwendest und theoretisch halt auch im Sommer. Das fand ich auch sehr abgefahren, habe ich sogar gemacht, im Frühjahr habe ich die verwendet, ne? Also mega schön und die hat meiner Haut auch sehr gut gefallen und da freue ich mich jetzt auch, dass ich hier so nochmal eine Größe von habe. Also cool, dass die hier so viele abwechslungsreiche Produkte bislang auch reingebracht haben. Ne? Und das ist jetzt die zweite. Nee, das ist die erste Gesichtscreme, oder? Ach, guck. Am 19. Dezember geht es jetzt nochmal zum Energy Boost für die Haut. Und zwar haben wir hier die Q10-Ampulle drin enthalten. Die ist, ja, wir hatten ja schon einiges aus der Q10-Reihe, ne? Wirklich auch super belebend, Zellstoffwechsel anregend und so weiter. Und dementsprechend sehr, sehr nice, auch morgens geeignet. Ach nö, wir sind schon im 20er-Bereich. In der Nummer 20 habe ich den Triple Hyaluronic Booster und das ist halt auch mit 10 Millilitern ein Allrounder-Produkt. Also das ist wirklich auch ein High Concentrate oder ein Serum, was jeder gut verwenden kann, zu jeder Tag- und Nachtzeit, überhaupt kein Problem, denn Feuchtigkeit braucht eigentlich jede Haut. Ne? Und da man halt diese drei verschiedenen Arten der Hyaluronsäure hier mit drin hat, sind die halt in unterschiedlichen Molekülgrößen und die können dann halt in unterschiedlich tiefe Hautschichten auch eindringen und dort ihr Werk vollbringen. Oh wow, die ist auch richtig geil. Da habe ich gleich eine Story zu. Am 21. Dezember erwartet uns die C-Ampulle. Skin Essentials Activator. Stammzellenaktivator müsste das sein, ne? Also du arbeitest hier mit Stammzellen. Und diese Stammzellen regenerieren die Haut enorm. Das heißt, zum einen, wenn wir vielleicht ein bisschen Slow-Aging-mäßig denken, ist es halt für unsere etwas alternde Haut eine ganz gute Nummer. Außerdem, wenn du halt so Pickelmale hast oder halt auch so kleine Narben, Wunden, wie auch immer, die regeneriert das Ganze halt richtig toll und hilft bei der Heilung. Mir wurde die empfohlen, als ich halt Julius geboren habe und den Kaiserschnitt hatte leider, die auf meiner Kaiserschnittnarbe aufzutragen. Also, dass ich quasi, wenn ich die verwende, die im Gesicht, Hals, Dekolleté verwende und dann noch den Rest vom Schützenfest, der dann zum Beispiel noch so an den Fingern drauf ist, einfach einmal kurz dann unten über die Narbe drüber gebe. Und Leute, das hilft wirklich gut. Also, versucht es einfach mal, falls ihr da auch irgendwie was habt, wo ihr das mal, ne, anwenden möchtet. Ich würde es jetzt nicht unbedingt auf einem großflächigen Bereich machen, weil dafür ist das dann halt eine relativ teure Reihe. Aber wenn ihr dann sowieso schon dabei seid, dass ihr die Ampulle im Gesicht verwendet, dann vielleicht auch einfach an der entsprechenden Stelle woanders nochmal. Mega geil. Also das ist auch ein ganz, ganz liebevoller und toller Tipp gewesen, den ich da von Dalton bekommen habe und mich einfach von Herzen bedanke dafür, weil es echt geholfen hat, ne? In der Nummer 22 haben wir etwas drin, wo ich echt dachte, haben die nicht reingepackt. Das hätte mich ein bisschen geärgert. Die großartige Handcreme in einem so schönen Design. In der Special Edition haben die reingegeben mit 30 Millilitern. So schaut sie dieses Jahr aus. Und die ist super angenehm, super reichhaltig, aber gut einziehend. Die ist sehr, sehr pflegend und die tut der Haut einfach gut. Du hast ja halt auch einfach gute Inhaltsstoffe drin. Ne? Calendula, also Ringelblume ist mit am Start. Panthenol, Allantoin, dies, das, Ananas. Bei mir funktioniert die halt wirklich klasse. Und es ist schön, dass sie da bei dem Produkt leider nur bei einem das Adventskalender-Design aufgegriffen haben. Wobei, das stimmt nicht. Bei den anderen Produkten haben die ja das Innendesign aufgegriffen, weil die sind ja auch schlicht weiß. Okay, komm, so ein bisschen piesacken darf ich. Den 23. Dezember, Leute, einen Tag vor Heiligabend. Hier muss ich meckern. Ich habe es bei so vielen Adventskalendern dieses Jahr schon gesagt, ne? Warum packen die in den 23. Dezember, an dem Tag, bevor ich ja wie aus dem Ei gepellt aussehen möchte, ein chemisches Peeling rein? Ja, es ist PHA. Ja, es ist mild. Sowas gehört für mich aber tatsächlich relativ an den Anfang des Adventskalenders. Einfach damit man schauen kann, ob die Haut das verträgt. Also, da muss ich meckern. Aber es ist ein tolles Produkt. Das ist das 12% PHA-Peeling und das ist wirklich toll. Also das sind 15 Milliliter hier drin. Das heißt, wenn ihr so den Übergang von
Herbst oder Sommer, Herbst so habt, ne, dass ihr die Enzympeelings halt quasi nicht mehr verwendet und dann aber zu den chemischen Peelings übergeht, dann würde ich empfehlen, wenn ihr noch ganz, ganz krass neu im Game seid, PHA zu verwenden. Und da empfiehlt sich halt auch so eine kleine Größe erstmal, weil du brauchst ja nicht viel davon. Und wenn das dann leer ist, dass man da dann umsteigt auf AHA oder BHA, je nachdem, was die Haut dann so entsprechend benötigt. Wie gesagt, PHA ist super und das werde ich auch verwenden. Genau dieses Produkt. Aber nicht am Tag vor Heiligabend erst damit starten. Okay, das ist geil. Ich habe es ja eben gesagt, wir haben ja nur eine Gesichtscreme drin gehabt, aber am 24. Dezember kommen die hier um die Ecke mit der Hyaluronic Urea Anti-Aging Feuchtigkeitscreme in einer Originalgröße mit 50 Millilitern. Und nicht nur das, es ist sogar auch im neuen Verpackungsdesign und das finde ich super. Andere machen das oder andere Adventskalender-Menschen. Firmen, ne, machen das, dass die dann quasi in den Adventskalendern die alten Produkte verwursten. Dalton hat es ernst genommen und gesagt, nein, dieser Adventskalender ist entweder für unsere liebevollen Bestandskunden, die ja auch wirklich unsere Produkte lieben und gerne auch die Neuheiten dann bekommen wollen, oder halt für die Neukunden, die eben nicht unser ausgefegtes Lager haben wollen, sondern wirklich die geilen Neuheiten, die auch wirklich bei jedem funktionieren, wenn ich mir das hier so angucke. Also eine ganz tolle Sache und das ist vor allem auch die Variante, die dann auch im Winter bei mir sehr, sehr gut funktioniert und nicht die Light-Variante, ne? Also auch die Umverpackung von diesem Adventskalender ist ziemlich schwer, weil wir hier halt echt viel Pappe und so auch drin haben, damit die Produkte gut geschützt sind. Ich finde, wir haben dieses Jahr einen richtig tollen Adventskalender bekommen. Andere Firmen gehen dazu über, dass man halt quasi Sparmaßnahmen durchsetzt. Ja, manche Produkte sind auch bei diesem Adventskalender kleiner geworden, aber dafür haben wir hier auch einfach mal eine andere Produktvielfalt und so weiter drin. Ich finde den dieses Jahr richtig, richtig gelungen. Also ich kann euch den absolut wärmsten Herzens empfehlen. Jeder Hauttyp kann diesen Adventskalender verwenden. Ich persönlich vermisse ein bisschen einen Toner, ne, weil ich da halt total drauf abfahre und das einfach wichtig finde. Das ist jetzt hier leider nicht mit drin enthalten. Ansonsten hast du eine komplette Hauptpflegeroutine. Hallo, warum bin ich so dunkel, weil der Adventskalender so hell ist? Und das ist genau das, was ich mir halt von diesem Adventskalender für uns, für euch und für mich erhofft habe. Leute, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich echt freuen, da von euch zu lesen. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie er bei euch so ankommen wird. Und ja, geil. Ne? Pre-Sale Claudi. Gibt euch ungefähr 25 Euro Rabatt, das sind 20%. Gönnt euch hart. Alles in der Infobox verlinkt. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.